Ja, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Oberliga-Partie BFC Dynamo gegen ASV Waltersdorf. Ergebnis ist bekannt. Dem Gästetrainer zuerst das Wort. Ihr Fazit zu 90 Minuten. Ja, erstmal Glückwunsch an BFC Dynamo für den verdienten Sieg. Gleichzeitig Glückwunsch nochmal zum Aufstieg in die Regionalliga. Ihr habt das natürlich verdient mit einer souveränen Leistung in dieser Saison. Und euch dann natürlich auch viel Erfolg in der Regionalliga. Ja, zum Spiel heute. Erste Halbzeit, denke ich, haben wir das Spiel noch offen gestalten können. Natürlich BFC mit mehr Ballbesitz, das wussten wir, aber die ganz zwingende Chance hatten sie nicht. Das heißt, Eckbälle, Freistöße, vom Brunnermann an Lattenkreuz und so weiter, viele Eckbälle. Aber nicht die ganz große zwingende Chance, die hatten wir aus dem Spiel heraus. Nicht aus dem Spiel heraus, sondern Flanke. Und Samanchi hatte die Riesenchance zum 1-0, haben wir leider nicht gemacht. In der zweiten Halbzeit hat man dann gesehen, dass der Druck größer wurde. Es wurde nochmal richtig Qualität eingewechselt mit Enjoy und Rehwein. Hat man gesehen, dass die für neuen Schwung gesorgt haben. Und dass natürlich Brunnemann gute Bälle spielen kann. Diagonale hat man dann auch gesehen. Diagonaler Ball quer gelegt und dann ist der Enjoy da und macht das 1-0. Wie gesagt, davor muss ich natürlich sagen, haben wir noch die Chance zum 1-0. Auch ein Riesen, wieder Samanchi. Und ich mache dem Jungen überhaupt keinen Vorwurf. Der macht die ja nicht mit Absicht daneben. Aber leider da nicht gefallen. Und ich hätte mal sehen mögen, wie dann vielleicht das Spiel gestaltet wird. Keine Ahnung. Wie gesagt, der Sieg ist verdient. Viel mehr Ballbesitz in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen. Und sehr viel Druck vom BFC Dynamo. Aber bevor das 1-0 wird, haben wir den Riesen. Und den haben wir leider nicht gemacht. Und in so einem Spiel musst du diese Chance entschlossen nutzen. Also nochmal. Der sieht das ja vielleicht auch, kein Vorwurf an den Jungen, wir brauchen den ja auch noch, das ist ja gar keine Frage. Und wir haben jetzt die drei Endspiele vor uns, ist noch nichts entschieden und gegen BFC, das ist, wie gesagt, auch sehr, sehr schwer. Wie gesagt, nochmal Glückwunsch, viel Erfolg und danke. Volkan. Ja, erstmal herzlichen Dank. Ich denke auch, dass wir in der ersten Halbzeit sehr träge gespielt haben. Wir waren im Spielaufbau wirklich sehr langsam, konnten kein Tempo aufnehmen. Wie schon gesagt, wir haben uns ganz wenig Torchancen kreiert. Da war ich natürlich nicht zufrieden. Und in der zweiten Halbzeit durch die Wechsel konnten wir das besser gestalten. Ja, da war auch spielerisch besser. Ich denke, wir haben über die Außen gut Druck gemacht, auch im Endeffekt dann verdient zu den Toren gefunden. Und das muss unser Spiel sein. In der ersten Halbzeit war das sehr, sehr langsam, auch einschläfernd. Und ich denke, dass die Mannschaft nachher über die 90 Minuten natürlich verdient gewonnen hat. Wenn man natürlich hierher kommt, das ist auch schwer für den Gästetrainer, dann muss man halt diese ein, zwei Chancen natürlich nutzen. Und da wären wir in Schwierigkeiten gekommen. Heute hat mir auch die Stabilität, gerade bei Defensivstandards, waren wir da nicht so souverän, wie das in der ganzen Saison eigentlich war. Aber ich denke, die Mannschaft hat gerade in der zweiten Halbzeit auch richtige Antworten gefunden und im Endeffekt sich den Sieg verdient. Ich wünsche meinem Trainerkollegen natürlich, wie er sagt, in diesen drei Endspielen, was für Waltersdorf sehr, sehr wichtig ist, maximale Erfolge. Und ich denke, man wird es auch packen. Man kennt jetzt die Situation mit Alt-Klinike, dass es da schon einen Absteiger gibt. Und da muss man sich natürlich voll reinhauen und von mir alles, alles Gute. Dankeschön. Danke, Volkan. Gibt es seitens der Fußballwoche Fragen an die Trainer? Naja, also die Umstellung hat es gebracht, Herr Ulic, ne? Wie Sie schon sagten, die Umstellung hat es gebracht, diese zwei Leute. Warum nennen Sie ihn Dieter? Ist das ein Kursename vom Publikum? Ja, es ist natürlich der Chivo hat sich in die Herzen gespielt. Das ist schon sein Kosename, wo er bei Lok Leipzig gespielt hat. Wurde er schon von den Fans als Dieter gerufen. Ja. Und das haben unsere Fans übernommen. Und ich denke, das ist nachher auch natürlich auch der Luki Rehbein und gerade Chivo haben das sehr, sehr gut gemacht. Das, was in der ersten Halbzeit gefehlt hat, diese Bewegung, diese Laufwege, immer wieder anspielbar zu sein, haben wir in der zweiten Halbzeit natürlich verbessern können. Und Ja, dann frag dich mal, Junge. Neun Tage, drei Spieler nächtig.
Ja, ich kann dir das gut, kurz sagen, das ist nicht schlimm. Wir haben natürlich ein, zwei Neuverpflichtungen. Ich möchte, dass man da vielleicht auch darauf hinweist, dass das sehr, sehr junge Spieler sind, die bis jetzt auf sich aufmerksam gemacht haben und die die Entwicklung bei uns natürlich mitgehen sollen. Das sind keine fertigen Spieler, alle Spieler, die wir geholt haben, haben ein Riesenpotenzial. Und ich denke, jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, was das für eine Qualität da auch noch dazukommt. Und ich denke, dass die Spieler uns in den nächsten zwei, drei Jahren hier gut zu Gesicht stehen werden. Ich habe das schon vorher gesagt, die Mannschaft, die jetzt den Aufstieg erreicht hat, die wird im Ganzen zusammenbleiben. Aber ich auch als Trainer muss gucken, dass ich neue Reizpunkte setze, dass man wieder da natürlich in der neuen Saison wieder einen guten Konkurrenzkampf hat. Und deswegen hoffe ich, dass die Antwort für dich reicht, okay? Ja. Alles klar. Machen wir an der Stelle jetzt auch den Deckel drauf. Dann geht es dann weiter für die meisten vielleicht morgen 14:30 Stadion Lichterfelde für unsere U23 und den Aufstieg in die Berlin-Liga sicher zu machen. Dann vielen Dank und weiter ist doch mal viel Glück. Applaus